Willkommen zu einem neuen Video und das ist namens OMSI. Heute fahren wir auf der Hamburger Karte, aber nicht die normale Hamburger Karte, sondern, jetzt muss ich kurz nachschauen, wir fahren die Hafen City Modern, Hamburg Modern Map und das Ganze mit dem neuen schnieken Hybridbus von Hochbahn, sage ich jetzt mal so. Hochbahn ist, glaube ich, das so in Hamburg, aber ich weiß jetzt nicht, was für eine Marke es ist. Es ist einfach ein Hybridbus. Er ist ganz anders wie andere, er gibt mehr einen Kick und so weiter, aber gut. Dann schauen wir uns das ganze Fahrzeug mal so aus der Perspektive an. Was haben wir da alles? Ja, sieht schnieke aus. Tja. Wie man es halt kennt von OMSI. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen auf Lager in OMSI. Das können wir gern mal probieren, aber es kommt. Jetzt ist lange kein Video gekommen, aber ich möchte versuchen, wieder Videos zu produzieren, da ich die Freude daran habe. Und jetzt sehe ich eigentlich hier im Hintergrund, kriselt es ein bisschen. Da müssen wir kurz ein bisschen was editieren an der Kamera da hinten. Mal schauen, ob ich das noch wegbringe. Ja, jetzt bin dann ich auch weg. So, das ist jetzt nicht toll. Wenn ich hier diesen Faktor raufdrehe, bin ich auch weg. Ja, ich habe so eine komische grüne Wand hier hinter mir. Warum kriselt es denn jetzt eigentlich so? Ich hasse diese scheiß Greenscreens. Die funktionieren fast nicht. Beziehungsweise die Kamera ist scheiße. Wenn ich jetzt wegmache. Macht immer so einen scheiß Weißabgleich. Dunkel. Hell? Dunkel. Weg. Die Logitech, die gibt mir sowas auf die Eier. Das ist 100 pro die... Ja, der Kontrast ist es. Stell mal den manuell runter. Ich meine, man sieht, ich krissel ein bisschen, Helligkeit. Ui, jetzt verstelle ich ein bisschen was, jetzt bin ich wie ein Käsemichel. So passt schon eher. Was ist mit... Na, lassen wir es einfach mal so. Gut. Dann krisselt hier ein bisschen, tut mir leid für das, weil ich habe die Lichterkette zuerst hier rauf gemacht. Normalerweise braucht man Softboxen, aber das geht sich bei mir nicht aus, darum mache ich eine Lichterkette oben. Die hätte ich ein bisschen versetzt sollen, damit das schön gleichmäßig runter beleuchtet wird. So, gut. Ich hoffe, die Hofdatei funktioniert auf dieser Karte. Wieso mache ich mir jetzt einen neuen Bus? Was ist denn das wieder? Wieso funktioniert der scheiß Greenscreen nicht? Jetzt habe ich selber schon... Ja, jetzt ist alles verkackt hier. Machen wir nochmal runter. So, jetzt hat das wahrscheinlich wieder automatisch eingestellt. Kontrast. Ja, jetzt passt gar nichts mehr. Nee, lass mal so. Kontrast. Ich verstehe jetzt nicht, was hier los ist. Machen wir mal volle Pulle. Nein. Runter mit dem Käse. Oder lassen wir es so. Ihr seht, es funktioniert auch nicht. Irgendwas ist hier schon wieder los. Ich halte es nicht aus. Machen wir es so. Ja. Und jetzt machen wir da mal ein bisschen so. Eigentlich sollte ich OMSI aufnehmen und nicht mit dem scheiß Cam-Dingsbums hier spielen. Eigentlich würde ich die Kamera ja komplett lassen. Weil sie in OMSI sowieso nichts verloren hat. Jetzt kann ich wieder hier einstellen bis zum Argi. Nee, die will nicht. Die will einfach nicht.
Na gut, dann tut's mir leid. Irgendwie funktioniert der Käse nicht. Machen wir einfach die Webcam weg. Dann müssen wir halt ohne Webcam spielen. So, dann muss ich halt nur ein bisschen erklären. Da kann ich euch nichts zeigen. Oh, sie aktualisiert sich jetzt wieder ein bisschen. Normalerweise spiele ich das jetzt eigentlich immer auf drei Bildschirmen. Aber wenn ich hier aufnehmen will, beziehungsweise muss oder darf, kann ich nicht. Ich könnte zwar aufnehmen, aber ich habe nur drei Bildschirme zur Verfügung. Und das wäre ja jetzt, wenn man das so sagt, blöd, weil der Hammer kann ich nicht sehen und alles. Ich sage euch jetzt, was wir für einen Fahrplan auswählen, weil ihr seht das ja leider nicht, weil bei OMSI sind das immer solche Zusatzfenster. Ich habe jetzt die erste Linie oben genommen, das ist Add-on Hafen City Linie 6 mit der Umlaufnummer 66301. Der Anfang ist am U-Borgweg und das Ende ist der Betriebshof Messerkamp. Schauen wir mal, jetzt ist es 9:32 Uhr und da passt die Umlaufnummer schon wieder nicht. Dann nehmen wir den nächsten Umlauf, der ist um 47. Schauen wir mal, ob wir das so schaffen, ob wir hinfahren können. Ich werde mein Bestes geben, also machen wir mal die Elektrik an, machen ein bisschen Motor an, dann melden wir uns ein bisschen schnell an. Weil so viel Zeit haben wir auch wieder nicht. Wir haben 13 Minuten. Ich hoffe, ihr könnt es da oben ein bisschen lesen. Ich weiß nicht, wie die Schärfe ist. Die Umlaufnummer ist korrekt. Der Probedruck wird durchgeführt. Und jetzt geben Sie die Umlaufnummer ein, die hier auf dem weißen Papier steht. Und somit stellt sich schon alles ein, wenn ich hier den Haken mache. Und da haben wir. Okay, das stelle ich jetzt gleich stumm, das Handy, weil das nervt mich. So, wie wir sehen, jetzt schreibt er erstmal hochbahn.de hin. Wenn ich zur Haltestelle komme, das ist ja das Geilste, dann editiert er das wieder. Ja, voll cool. Haben wir ein bisschen Licht in dem Schuppen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal kurz ein bisschen rückwärts, weil hier kommen wir nicht so leicht raus, schätze ich mal. So, ich hoffe, diese Karte läuft hier ein bisschen flüssig. Ich merke schon, irgendwie will es nicht flüssig laufen, aber das sehen wir dann. Ah, doch. So, anscheinend haben wir in der Batterie gar keinen Saft. Boah, es ist ungewohnt, mit einem Bildschirm zu spielen. Aber wenn ich jetzt einmal beschleunige. Der schiebt ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal. Ja, ich darf nur 20 fahren, aber das macht mir jetzt nichts. Da steht der Kollege hier mit seinem Bus. Mit dem müssen wir auch nochmal fahren, weil da gibt es jetzt einen Großraumverkehrbus. Der hat 5 Türen. Der ist auch richtig hammergeil. Also der Hybridbus, der ist einfach ziemlich leise. Man hört nicht viel von ihm. Außer wenn man fährt. Und wenn du an der Haltestelle kommst, dann ist der Motor aus. Ich hoffe, OMSI ist ein bisschen am Zusammenreißen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus bei dieser Karte. Ich hoffe, dass das mal richtig ist. So, die Türen öffnen sich. Die Tore. Die Schranken. Du Idiot. Entschuldigung für die frechen Wortgaben hier. So, ich hoffe wirklich, dass das Bild scharf ist bei OBS, weil ich habe eigentlich nur immer auf Livestream getan. Das ist erstmals wieder der erste schöne Tag, wo ich aufnehme. Aber da kommt sowieso keiner. Lass mal den ein bisschen fahren. Und dann geben wir ein bisschen spulig Gas, weil ich weiß nicht, wie weit wir fahren müssen. Ich hoffe, dass mir nicht wieder sowas passiert wie letztens. Fahre ich so und auf einmal fliegt er weg. Der gute Bus, ne? Aber irgendwie bin ich heute voll leise. Oder auch nicht, das passt schon so. Ein bisschen Mikro hierher, dass man ein bisschen besser hört. Dass auch das Feeling rüberkommt. Ja. Ne. Bin ich jetzt durch eine rote Ampel gefahren oder was? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Seit wann gibt's hier Fahrräder?
Eigentlich noch nie gesehen. Ich hoffe, ich fahre eigentlich richtig. Will mal schauen. Nee, glaube ich nicht. Ja, Omsi lädt wieder die AI. Ich gratuliere dir. Ich sehe übrigens genau den gleichen Bildschirm wie ihr. Ich lese es nur bei der roten Schrift. Ich habe keine Ahnung. Wo hier die erste Haltestelle ist. Du bist ein Idiot. So. Da soll einer mal das lesen können. Ich habe keine Ahnung wohin. Ist aber so scheiße, wenn ich hier ins Mikrofon vorkomme. So. Das ist auch so ein komisches Ding hier. Nach Borgwick, ja. Ist wahrscheinlich Bov. Und Bov geht wo? Nach rechts. Okay. Schauen wir nach rechts. Zu viele Bezeichnungen. So, jetzt kann ich es euch zeigen. Ja, kann ich nicht, weil die Ampel auf grün steht. Jetzt mal ein bisschen schauen, weil der Spiegel ist ziemlich klein. Wenn ich den rechten Bildschirm hier mit im Spiel beziehe, dann habe ich den Spiegel groß. Ja, nun denn. Ja, jetzt kann ich es euch zeigen. Jetzt ist die Ampel rot. Einfach auf die Bremse gestiegen. Er steht. Und? Na, er macht's nicht. Er stellt normalerweise den Motor ab. Aber ich habe die Bedürfnis, dass hier irgendwas komisch ist. Hä? Was ist denn das für eine Ampel? Wenn ich jetzt mal auf Werkstatt drücke. Tue sie auch nicht. Hä? Was ist denn das für eine Ampel? Verstehe ich überhaupt nicht. Hey. Dit Minuten haben wir noch Zeit. Anscheinend will der Bus das jetzt nicht mehr machen. Ich weiß nicht warum. Du Idiot. Wir sind 50er übrigens, ja. Ja. Passt schon. Ist schon gut. Mach die gleiche Route, wo ich hin muss. Hab ja sowieso so viel Zeit. Übrigens, ich habe
wenn ich mich jetzt erinnere, ein Lost Place gefunden. Es wäre das erste Lost Place, was ich machen könnte. Was ist denn hier los, Omsi? Immer zwischenspeichern, zwischenspeichern. Ah, ich weiß warum. Weil der Bus ein bisschen gerollt ist. Weil ich nicht die Feststellbremse drin gehabt habe. Weil wenn du auf die Bremse steigst, bleibt er automatisch im Leerlauf. Quasi das Getriebe ist lose. Also nicht lose, sondern du kannst den Wagen schieben. Kollege, die Hupe ist geil. Mit diesem Bus. So, was ist jetzt mit dir? Wo willst du hin? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich war das erste Mal. Erkunde hier ein bisschen. Die Nummer 6 geht nach links. Die Brot? Was? Hey. Betriebshof Misterkamp Aussetzer. Keine Ahnung, was ich hier mache. Und irgendwie sind die anderen zwei Haltestellen jetzt weg. Ja. Auch ein bisschen Da steht schon wieder 6 Bau. Baupause 2. Pause 1. Start. Nee. Wenn wir nochmal kontrollieren, was hier steht. Ah, der Terminus. Was ist denn los? Druck niedrig, ja. Ich gebe dir gleich einen Druck. Mensch, kannst du jetzt aufhören? Boah. Kann ich irgendwo ein Fehlerlöschen machen? Nee, mal ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Besser ist, ich mache jetzt mal den da. Und setze mich jetzt nach 6er Linie. So. Hä? Mensch, der Bus macht mich wahnsinnig. Parkweg Pause. Genau hier war man. Dann nehmen wir jetzt die Route nochmal. Parkweg Pause um 46. Das ist genau dieser Fahrplan. Ja. Na gut, dann geben wir ein bisschen Gas. Hätte ich einen Gang früher rausgetan, hätten wir jetzt weniger Schmerzen in den Ohren. Ja, was will jetzt Windows? Mensch, du bleibst jetzt aber stehen, oder? Ja, jetzt muss ich den Dienst neu anmelden. Hauptmenü. Dienstende. Yes, sir. Anmelden. Anmelden, habe ich gesagt. 1506. Yeah. Benutzerrechte werden geladen. Yeah. Ich finde es geil, dass der Zettel jetzt immer automatisch abgerissen wird. Eigentlich will ich den selber abreißen, aber gut. Jetzt kommt wieder so ein scheiß Rettungsfahrzeug. Speicherstadt auf dem Sande. Wo bist du?
Ja, verpiss dich. Auf den Sande. Cooler Name. So. Geht doch. So, hier ist die Pause. War mein Spürchen vor. Ich schätze mal, ja, sie kommen schon. Gut, dann fangen wir die eigentliche Route an. Wir haben jetzt schon, boah, wir haben schon 20 Minuten verkackt. Gut, dann müssen wir das auf zwei Parts teilen. Moin. Morgen. Es ist morgen, ja. Ja, jetzt funktioniert der Bus. Habt ihr gehört? So, einmal stehen bleiben. Und dreht ab. Das Problem ist, er hat keinen Gang drinnen. Und er fängt ins Rollen an. Da muss ich irgendwie die Feststellbremse reinjagen und dann steht er. Also nicht die Druckluftbremse, die Feststellbremse, die andere. Haltestellenbremse meine ich. Die Haltestellenbremse ohne Türfreigabe. Das andere ist die Feststellbremse. Mit dem kannst du wirklich Zeit rausholen mit diesem Bus. Durch die Beschleunigung. Ich bin den alten Hamburger Bus gefahren, den Gelenksbus letztens. So offscreen. Und bis dass der mal die Beschleunigung wegkriegt, da hast du immer Zeitdruck, Zeitstress. Mit diesem Bus hast du keinen Zeitstress, Zeitdruck, weil er eben das alles wieder rausholt. So. Wo müssen wir jetzt hin? Semperstraße. Da müssen wir hin. Auf die Route 6. Einfach der Nummer 6 folgen. Das ruckelt jetzt aber schon wieder. Das habe ich seit Jahren nicht erlebt. Hey, kann ich überhaupt Bus fahren? Ja, ich kann Bus fahren. Anscheinend, ich habe ja OMSI neu installiert. Anscheinend gibt es jetzt neue Sounds und neue Beschwerden. Moin. 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 Ein anderes Thema. Das Geilste, ich habe hier raufgedrückt. Bus macht jede Zeit diesen Sound. Du drückst hier drauf, es geht nichts, machst du die Tür auf. Okay, anscheinend geht das jetzt so nicht. Aber wie du den Fehler hier wieder schließen kannst, ist in dem Fall hier dieser, weil hier ist ein Reset-Button. Dann ist die Tür wieder resettet. Und so können wir auch weiterfahren. Bus hat ein bisschen Schwierigkeiten mit der Haltestellenbremse. Die Straße ist ein bisschen eng. Goldbeck Platz. Alles Klärchenpapierchen. Na, ja, könnte ein bisschen flüssiger laufen, das Spiel. Ach du heilige Scheiße, jetzt fällt mir da die ganze FPS-Sachen ein. Weil er im Hintergrund schon wieder Sachen lädt. Das ist typisch OMSI. Ich freue mich schon so richtig auf den Lotus-Emulator oder Simulator. Emulator ist es ja nicht, aber Simulator. Der soll angeblich viel flüssiger laufen. Alter Vater, das wäre so richtig eine geile Karte, aber irgendwie lässt sie sich jetzt so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Zum Spiel. Das ist wirklich eine coole Karte. Bitte. Ihr könnt ein bisschen schneller fahren, oder? Wieso steigst du jetzt ab? Fahr doch mal. Alter. 100 Probleme. Elektrobus wäre auch nicht geil. So eine O-Leitung.
Wenn das Omsi auch noch packen würde, wäre das ja richtig mega. Guten Morgen. Morgen. Hallo? Moin, moin. Morgen. Hallo. Moin. Morgen. Moin. Morgen. So, die Batterie lädt sich auf von diesem Hybrid, schätze ich mal. Nächste Haltestelle, Bertigstraße. So, diese Ampel haben wir auch bei uns zu Hause, die A, das ist die Vorrangstraße wahrscheinlich, für Bus und Fahrzeug. So eine Weiterschaltung. Ich fahre mal zum Streifen hin. Ja, und schaltet automatisch um. Nee, ist das jetzt ein DHL? Sieht fast so wie DHL aus. Die Map ist ganz cool. Geil ist, dass man jetzt... Oh, ich war mir doch von der Tür. Okay, ja, egal. Fällt sowieso keiner raus. Ist ja keiner da. Hat keiner gesehen. Wunderschönen guten Morgen, wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, Manfred. Darf ich gehe von der Bremse und rolle. Weil ich nicht die Türenfreigabe drinnen habe. Aber muss man, weil sowieso wer aussteigen will. Gut. Fahren wir weiter. Diesmal habe ich sie aber zugemacht. Mit diesen kannst du vorne bei der Türen kannst du offen lassen bei diesem Bus. Ist eigentlich rechtlich sicher nicht mehr erlaubt. Weil die neuen MAN-Busse, die sind auch so strikt. Wenn die Tür nicht... Was ist denn das Problem? Ich hab doch gar nichts getan. Weil die neuen MAN-Busse ist auch so brutal. Wenn die Tür nicht zu ist, fährt dieser Bus nicht weg. Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Grüß dich. Und ich weiß auch nicht, wie lange diese Karte geht. Also wie viel Spielzeit. Aber das werden wir dann eh sehen. Jetzt fahren wir weiter. Nächste Haltestelle. Zimmerstraße. Die Zimmerstraße. Tut mir wirklich leid für diese Ruckler. Das ist leider Omsi. Da kann ich leider nichts machen. Ich habe die besten Grafikeinstellungen schon gemacht. Es ist einfach, weil es lädt im Hintergrund Sachen. Das ist einfach blöd. Normalerweise sollte es alles laden, dann braucht es nicht mehr laden. Ich habe Omsi wirklich nagelneu installiert. Hab die erste Fahrt gemacht. Und was war wieder? Fehlermeldung gleich gekriegt. Hallo. Hallo. Und das Ganze ist so. Guten Tag. Morgen. Ich habe die Karten über Add-ons installiert. Und... Normalerweise, wenn du Add-ons installierst, hast du keine Probleme, weil so habe ich das immer manuell installiert. Aber das werde ich dann im Laufe der Zeit wieder ergänzen. Weil Omsi-Installationen sind sehr schwierig. Rausholen was vom Sound? Nee. Da ist einfach kein Sound bei diesen Hybriden.